das ein unglaubliches Geschenk, dass alle Geschöpfe haben, dass es Tag und Nacht wird. Dass wir am Tag ganz im Diesseits sind, unsere Aufgaben erledigen, und das erfordert auch ein Maß an Kontrolle. Und dann kommt die Nacht und dann wird es dunkel und dann wird es still. Und dann, glaube ich, gehen wir in Kontakt. Ich leite seit 1966 Chöre, also jetzt gerade 50 Jahre dieses Jahr. Und jedes Mal, wenn der Chor beginnt zu summen, dann habe ich Hühnerhaut, weil es sind die Menschen, die sich zum Singen bringen, und dann entsteht Klang. Also wenn ich nachts eine Komposition höre, dann sind das nicht irgendwelche Stimmen, sondern es sind die Stimmen der Sängerinnen und Sänger und auch der Musikerinnen und Musiker, mit denen ich schon seit Jahrzehnten arbeite. Es sind einige darunter, mit denen habe ich vor 55 Jahren das Lehrerseminar in Rorschach besucht. Es sind andere darunter, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind. Und es ist eigentlich mein singender Freundeskreis. Also es ist eine Musik, die mich sehr berührt. Ich habe es jetzt gerade heute auch wieder, wir haben jetzt ja da schon ein paar Mal gesungen, aber beim «Nun ruhen alle Wälder», und wenn dann so das Nachspiel kommt, da bin ich nicht nur berührt, da bin ich auch gerührt. Also das ist einfach immer wieder, und das tut mir auch gut, und ich finde da etwas wahnsinnig Schönes, wenn Musik berühren kann. Komponist ist für mich immer noch ein Rätsel, dass er einfach Musik hört und dann dazu einfach irgendeinen Text, den er gerade im Moment oder von vorher, von früher noch, oder aus einer anderen Komposition einfach etwas interpretieren, etwas anbringen, wo man singen kann, und hat dann so viel Inhalt. Und es ist nicht einfach irgendetwas, sondern es gibt einem auch zu denken manchmal. Krämpfe mit Zugang zur Religiosität. Und der Peter hat die wieder eröffnet. Da ist einfach etwas aufgegangen, wo ich gedacht habe, aha, in dieser Form kann man auch religiöse Empfindungen
wieder haben. Ich bin sehr ein verkopfter Mensch, was Religiosität anbelangt. Und das hat sich völlig gelöst. Das ist ein anderer Zugang. Und das hat eine tiefe religiöse Dimension. Und da habe ich über den Peter eigentlich wieder dürfen erleben. Peter, ja, ich glaube, die Verbindung von ihm zu mir, ist, das habe ich noch gar nicht gewusst. Also ich meine, der Peter ist, seit ich denke, in unserer Familie ein- und ausgegangen. Er hat mit dem Vater Musik gemacht, bevor ich geboren worden bin. Und der Peter gibt es in meinem Leben, seit ich denke. Also, der ist nicht einfach zum Mal gekommen, der war schon immer da gewesen.